Haut ist nicht nur auf der Hautoberfläche, die wir sehen, sondern geht über unsere Lippen auch in die Schleimhaut über. Hier ist sie besonders empfindsam und sollte nicht in ihrem Gefüge gestört werden. Üblicherweise kommen in Zahnpastas hochaggressive Tenside und andere Stoffe vor, die Sie gar auf gar keinen Fall wünschen. Gleichzeitig werden die gesüßt, üblicherweise auch mit Sorbitol. Und Sorbitol ist noch stärker wasserentziehend wie Glycerin. Auch Glycerin finden Sie gerne in Zahnpastas. Unsere Zahnpasta verzichtet selbstverständlich auf alles das. Wir süßen unsere Zahnpasta mit Xylit. Xylit hat viele Vorteile. Einer der Vorteile ist, dass er nicht für die Bakterien, die für Karies zuständig sind, verdaubar ist. Sprich, sie können sich damit nicht wirklich vermehren. Gleichzeitig ist es unser Konservierungsstoff, so können wir auf herkömmliche Konservierungsstoffe verzichten. Er ist sehr wirksam in der Bekämpfung undienlicher Bakterien und das macht ihn auch so gut in unserer Mundschleimhaut. Ein weiterer Stoff, der zum Einsatz kommt, sind Calciumcarbonate. Die sind vitalisierend und nehmen auf eine ganz sanfte Art Plaque von ihren Zähnen ab. Sie können auch die Schleimhaut anregen und das ist positiv zu werden, denn so kann sie sich einfach besser aufbauen. Denn sie wurde ja über Jahre doch mit negativen Stoffen in Berührung gebracht. Es ist auch so, unsere Zahnpasta schmeckt wirklich angenehm. Hier kommen noch eine Pfefferminze zum Einsatz und eine Süßholzwurzel, die auch noch entzündungshemmend wirkt, Calendula. So haben Sie hier eine Bandbreite an schönen Wirkstoffen, die dienlich für Ihre Schleimhaut und Ihren Zähnen sind. Wir beobachten tolle Ergebnisse sowohl bei Parodontose als auch eben bei der gesunden Schleimhaut, bei Entzündungen im Mundbereich. Alle diese Dinge, Aften, kommen immer seltener zum Vorschein. Also hier regeneriert sich und stabilisiert sich Ihre Schleimhaut sehr. Optimalerweise ergänzen Sie unsere Zahnpasta mit unserem Mundwasser. Das ist ein Mundwasserkonzentrat. Hier sind verschiedene Kräuter für Sie wirksam. Und Sie brauchen hier nur ganz, ganz wenig. Deswegen liefern wir ein kleines Behältnis mit. Hier würden Sie ein Schlückchen Wasser nehmen und vier bis fünf Tropfen von unserem Mundwasser einträufeln und damit ein bisschen spülen, gerne auch gurgeln und dann wieder ausspucken. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn Sie den frischen Kick mehr auf Ihre Zahnbürste und im Mund mögen, ist, dass Sie die Zahnpasta auf Ihre Zahnbürste auftragen, direkt 2-3 Tröpfchen auf die Zahnpasta von dem Mundwasser auftropfen und dann erst die Zähne putzen.